Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen auf dem Trinkexpress. Heute möchte ich wieder zwei Verkostungen durchführen und zwar einmal das Gingerbier von der Firma Fevertree in der 200 ml Flasche für 1,49 Euro und ansonsten dann noch der Captain Morgan Mutineer Rumbier, die 0,33 Liter Flasche für 1,39 Euro bei der Firma Edeka. Und damit ihr nochmal seht, worum es genau geht, zeige ich euch das Captain Morgan Mutineer Rum Beer in der Nahaufnahme und danach noch das Fevertree Ginger Beer, damit ihr nochmal so seht, wie es ein bisschen aussieht. Nachdem wir uns jetzt einen kleinen Überblick verschafft haben, würde ich mal sagen, starten wir mit dem Gingerbier von der Firma Fevertree. Wir haben hier ein Gingerbier in der 200 ml Flasche und ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt den Preis nehme von 1,49 Euro für diese kleine Flasche, muss ich sagen, ist es schon ein ziemlich horrender Preis. Aber warum ist es denn so teuer? Falls ihr es noch nicht wisst, ich habe ja auch noch einen Blog, wo ich zum Beispiel diese ganzen Artikel, die ich hier vorstelle, auch thematisiere. Den Link zum Blog findet ihr unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich auch noch mal genauere Details über die Firma Fevertree und das Gingerbier. Ansonsten, wie gesagt, ein Preis von 1,49 Euro für die 200 ml Flasche ist natürlich schon enorm. Wobei aber die Firma Fevertree eben halt auf natürliche Produkte setzt. Das heißt also natürlicher Ingwer. Und eben halt keine Sachen, die in irgendeiner Weise irgendwo billig verramscht werden oder sonstiges, sondern es sind wirklich natürliche, super tolle Produkte, die wirklich Qualität haben. Und man versucht eben halt so wenig wie möglich hier eben halt auf Chemie zurückzusetzen, sondern mehr eben halt auf natürliche Zusatzstoffe. Und so wird zum Beispiel eben halt auch als Oxidationsmittel eben halt nur Ascorbinsäure benutzt und eben halt nicht noch andere Sachen, die eben halt die Sachen haltbarer machen. Ich muss dazu sagen, finde ich so an sich ein sehr guter Grundgedanke, wobei aber die andere Frage natürlich ist, sind deswegen 1,49 Euro für 200 ml gerechtfertigt. Das kriegen wir aber gleich noch heraus. Zweite Sache ist jetzt noch, das ist nicht so ein klassisches Gingerbier, wo man eben halt ein normales Bier mit Alkohol hat und wo man zum Beispiel dann eben halt Ingwer dazusetzt, um eben halt mit diesem Ingwer eine besondere Bitterkeit und eine besondere Schärfe hinzuzufügen, sondern das ist ein klassisches alkoholfreies Gingerbier. Das bedeutet, der Grundstoff ist eben hauptsächlich Ingwer, wird natürlich dann noch ein bisschen gesüßt und noch ein bisschen mit Säure versehen und mit Kohlensäure. Und für den leichten Biergeschmack kommt zum Schluss dann Gerstenmalzextrakt dazu. Das heißt also, wie gesagt, das ist alkoholfrei und hat mehr eben die Ingwernote. Und ich bin schon ganz gespannt, mir läuft schon der Wassermund zusammen. Ich will es jetzt natürlich endlich probieren. Also wie gesagt, noch ist er verschlossen. Ich habe da noch diesen super schönen Flaschenöffner. Den setzt man, habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, wa? Aber setzt man drauf und dann macht man Klick. So. Dann ist der Deckel ab. Also man sieht, es ist leicht trüb. Als Information noch, bevor ihr es anfangt zu trinken, solltet ihr die Flasche nochmal auf den Kopf drehen, weil das ist leicht trüb und hier unten setzt sich so ein bisschen auch der Ingwer mit ab, sodass die Flasche, wie gesagt, oder dass sich der Geschmack, wie gesagt, auch nochmal richtig gut entfaltet. Ihr solltet aber vorsichtig sein, es mit Kohlensäure, nicht, dass dann zum Schluss die Flasche natürlich dann übersprudelt. So, riecht man das erstmal an der Flasche? Riecht man den Ingwer wirklich sehr stark heraus. Der Ingwer betont sehr stark. Also man hat jetzt auch nicht irgendwie ein Gefühl, dass irgendwas anderes stört. Also wie gesagt, sehr stark Ingwer. Ich bin schon mal gespannt. Ich nehme mal einen Schluck. Ho. Hm. Ho.
Nicht schlecht, muss ich sagen. Also, das Ginger Beer ist nichts für Pussys, sage ich jetzt gleich. Die Schärfe des Ingwers, die schmeckt man auch. Also, wie gesagt, ich habe diese Ingwer-Schärfe wirklich jetzt noch im Mund und auch im Rachen. Es ist jetzt nicht übertrieben scharf wie Wasabi oder Knoblauch. Es hat eben, wie gesagt, Ingwer hat eine gewisse Schärfe und die Schärfe schmeckt man auch, also ganz eindeutig. Wie gesagt, wer das nicht gewöhnt ist, für den ist das hier gar nichts. Die zweite Sache ist, die Kohlensäure, die hier drin ist, ist wirklich ausgewogen, auf den Punkt. Die Kohlensäure ergibt sich wirklich gut oder geht gut mit der Schärfe des Ingwers über. Also bin echt erstaunt. Und dann, wie gesagt, ist auch noch eine gewisse Säure drin, durch die Ascorbinsäure. Und die ist nicht auffällig, aber leicht im Hintergrund. Also es ist wirklich eine Verschmelzung von allem. Der Ingwer ist da, den schmeckt man definitiv, ohne dass er eben halt penetrant irgendwie drüber steht, außer mit der Schärfe. Die Ascorbinsäure, also Zitronensäure, ist leicht im Hintergrund, aber gut definiert, muss ich sagen. Also man schmeckt sie und ist aber liegt nicht drüber. Und ich muss dazu sagen, von dem Gerstenmalzextrakt schmecke ich gar nichts. Also fast gar nicht da. Wobei, doch, ganz am Anfang ist nicht drüber. Also man hat erst so diesen Malzextrakt, so dieses Malz so ein bisschen vordergründig als Süße. Dann kommt hintenrum der Ingwer ein bisschen nach. Und ganz zum Schluss noch die leichte Säure. Ich muss dazu sagen, also ich bin positiv überrascht. Ich muss sagen, schmeckt wirklich ganz gut. Aber wenn man eine Flasche getrunken hat, dann reicht das auch. Also diese Schärfe des Ingwers, die ist schon sehr dominant. Und ich sag mal, wenn ich jetzt das als Erfrischungsgetränk jetzt trinken würde am Tag, wenn es draußen richtig schön warm ist und das richtig alles gekühlt, dann hat das in gewisser Weise schon was Besonderes. Wie gesagt, diese Schärfe, also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, aber ich glaube, nach einer Flasche hat man dann so viel Schärfe von dem Ingwer aufgenommen, dass man dann eher schon wieder eine Mineralwasserflasche braucht, um diesen extrem puren Geschmack vom Ingwer wieder ein bisschen zu neutralisieren. Also ich muss dazu sagen, ich finde es an sich nicht schlecht. Wie gesagt, ich warne euch gleich, solltet ihr das trinken, das Gingerbier von Fever Tree. Wie gesagt, wer Ingwer nicht kennt, sollte sich vorher ein bisschen schlau machen. Ingwer hat eine gewisse Schärfe, die schmeckt man hier auch. Also wie gesagt, das ist nichts für Pussys, die denken, das ist eine ganz normale Ingwer-Limonade oder sowas. Das Ding ist wirklich ein bisschen scharf und da sollte man wirklich drauf gefasst sein. Ansonsten, wie gesagt, für mich ein tolles Produkt, schmeckt wirklich lecker, kann ich sehr empfehlen. Aber ich muss dazu sagen, 1,49 würde ich dafür nicht bezahlen. Also ich würde das vom Preis her eher so um die, ich sag jetzt mal 99, 1,29 Euro einsortieren. Da würde ich noch mitgehen, aber 1,49 für 200 Milliliter finde ich zu teuer. Aber wie gesagt, mehr dazu in dem Blogartikel, den ich geschrieben habe. Da könnt ihr euch, wie gesagt, nochmal ein bisschen schlau machen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr das schon mal probiert habt oder getrunken habt, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare rein. Sagt mir mal, was ihr davon haltet oder ob es ihr zum Beispiel gut findet oder ob ihr den Preis für 1,49 gerechtfertigt haltet. Wie gesagt, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, zweite Bitte noch an euch. Ihr habt dieses Video gesehen. Kann ich an diesem Video noch was besser machen? Wenn ja, schreibt es auch in die Kommentare. Dann kann ich dann beim nächsten Mal bei der Verkostung wieder was besser machen. Und ansonsten solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann einfach diesen Kanal hier kostenlos und unverbindlich abonnieren. Es kostet dich nichts. Und wenn du den Kanal abonniert hast, hast du oben noch eine Glocke. Am besten noch auf die Glocke klicken. Dann verpasst du kein Video mehr vom Trinkexpress. Ansonsten, wie gesagt, eine Empfehlung für euch, probiert es einfach mal. 1,49 kann man bei Edeka kaufen, Reichelt. Und wie gesagt, wenn ihr es probiert habt, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Nachdem wir jetzt das Ginger Beer von Fever Tree hatten, kommen wir jetzt zum Captain Morgan Mutineer Rumbier. Mutineer heißt Meuterer, Freibeuter, kann man so übersetzen. Was kann man von Captain Morgan Rumbier erwarten? Also, es ist ein Biermischgetränk, ähnlich wie Salitos. Bei dem Salitos gibt es ja das Salitos Tequila. Das bedeutet, dort ist nicht Tequila als pure Spirituose drin, sondern da ist natürlich Tequila-Extrakt drin. Ja, und genau wie es bei dem Salitos Tequila ist, dass man dort eben halt zum Beispiel diesen Tequila-Zusatz mit drin hat, kann man sich hier eben halt bei dem Captain Morgan Mutineer Rumbier eben halt das ebenso vorstellen. Das heißt, es ist ein helles
schönes Bier und da ist eben halt so ein bisschen Rum-Aroma drin, was eben halt zusammen eben halt dieses Bier mit Rum ergibt. Ansonsten, was können wir uns darunter vorstellen? Hier unten steht Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Zucker, Zitronensäure, natürliches Aroma und Hopfenextrakt. Und unten rechts steht nochmal Bier mit Rum-Aroma. Was ich ein Knaller finde, sind 5,9% für 0,33 Milliliter. Ich muss dazu sagen, wenn man davon zwei Dinger trinkt, das schlägt schon ganz gut ein, weil wie gesagt 5,9% schon ordentlich für eine Drittel-Liter-Flasche. Ich habe es schon mal probiert. Ich muss dazu sagen, am Anfang ist es etwas gewöhnungsbedürftig, weil man muss sich vorstellen, eben halt ein helles Bier und dann so ein bisschen eben halt Rum mit drin. Aber die Ironie ist einfach, hat man eins getrunken, selbst wenn man es nicht unbedingt besonders gut findet, man muss unbedingt nochmal ein zweites Bier trinken und nochmal eins und nochmal eins. Also so ging es mir zumindest, dass ich dann, wie gesagt, nochmal ein zweites dazu getrunken habe. Ich muss dazu sagen, ich bin immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es nicht schlecht, weil es was Neues ist. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, eine Drittel-Liter-Flasche für 1,39. Ja, weiß ich nicht. Also da muss man eben halt auch so ein bisschen bedacht rangehen, ob man eben halt sich da mehr davon leistet oder nicht. Ja, weil ich meine, mit einem Viererträger ist man dann locker flockig mal bei knapp 6 Euro. Ich finde die Optik vom Captain Morgan Mutineer finde ich nicht unbedingt besonders schön. Ich sag mal, die heutigen ganzen Biermischgetränke, die sind bunt poppig. So ein bisschen sprechen so ein bisschen Designersprache. Man versucht eben halt auch mit der Optik die Leute vielleicht ein bisschen anzusprechen. Und hier ist man eben halt diesen Captain Morgan irgendwie ja, treu geblieben, sage ich jetzt mal. Dieses Rot, dann dieses Retro und das hat so ein bisschen auch die Wirkung von dem Spiced Rum von Captain Morgan. Ich finde dieses Design nicht schön, muss ich dazu sagen. Also mir gefällt es nicht. Es ist ja, man muss es ja auch so sehen, dass wenn man zum Beispiel ein Produkt neu auf dem Markt hat und man will das natürlich irgendwie etablieren, dann muss man zwei Faktoren eben halt immer mit berücksichtigen. Der erste ist der Kaufreiz optisch. Das heißt also, wenn ich etwas sehe, was mir optisch schlecht gefällt, greife ich eher zu. Und der zweite ist natürlich dann der Geschmack. Und ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt schon beim ersten Mal nicht unbedingt positiv überrascht bin, weil ich sage, das Design spricht mir nur überhaupt nicht an, dann ist die Frage, wie natürlich dann zum zweiten der Geschmack mir gefällt. Und wenn der Geschmack dann natürlich auch nicht unbedingt gleich das trifft, was ich erwarte, dann habe ich dann schon zwei negative Faktoren und das heißt, ein Produkt wird schneller ausgesondert, als man gucken kann. Aber ich will mich da nicht reinhängen, weil ich sitze nicht in der Marketingabteilung von diesen ganzen Firmen. Aber das ist jetzt so ein Gedanke von mir als Konsumer und als jemand, der sowas eben halt probiert und versucht eben halt euch auch näher zu bringen. Und ich muss dazu sagen, das sind zwei Faktoren, die bei dem Captain Morgan Mutineer doch schon ein bisschen dagegen sprechen. Aber wie gesagt, kommen wir zum Geschmacklichen. Wir machen mal die Flasche auf. Na, das war ordentlich, ne? Da war der Deckel weg. So, also kommen wir wieder zum Geruchstest. Also, riecht man dran? Riecht man auf jeden Fall ein helles Bier. Und man riecht aber auch, wie bei vielen Mischbieren, ja, diesen typischen Geruch raus. Zwischen Hopfen und auch so ein bisschen ja, Zitrone. Ich bin der Meinung, Zitronensäure ist überall dran, oder? Weil hier ist auch Zitronensäure. Ich glaube, bei den meisten Mischbieren müsste auch Zitronensäure mit dran sein. Also wie gesagt, man riecht es raus. Aber ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich rieche keinen Rum, was ich eigentlich jetzt erwartet hätte, weil es soll ja ein Rumbier sein, auch wenn es so ein Extrakt ist, aber das ist mir so beim letzten Mal auch nicht aufgefallen. So, jetzt der erste Schluck. Ja, also, entschuldige, wenn ich so oft nachschmecken muss, aber um die ganzen Nuancen so ein bisschen rauszuschmecken, muss man das schon machen. Also wie gesagt, man schmeckt ein helles Bier. Es ist schwer, das helle Bier rauszuschmecken, weil es sind ja noch so viele Sachen mit bei. Aber wie gesagt, es ist ein helles Bier. Im Hintergrund merkt man, ja, ich sag mal, merkt man erst so einen Schuss leichten Rum, dann wiederum so einen leichten Schuss Vanille und dann aber auch wieder so ein leicht Zitrone. Also das ist eine ganz komische Kombination, muss ich sagen. Aber es ist einfach so, man kann gar nicht aufhören. Also ich finde, es schmeckt total lecker.
Also, es ist eben nicht ein klassisches Mischbier, wo eben halt was für sich, wie bei V-Plus Energy, dass da halt zum Beispiel Energy drin ist oder dass es eben halt süß schmeckt oder dass es eben halt fruchtig schmeckt wie ein Radler, sondern es ist wirklich nah angelehnt an dem normalen Pilz, nur dass man eben halt da noch ein bisschen Zitrone, Vanille und eben halt so einen leichten Rumcharakter drin hat. Und das finde ich ganz gut. Das ist eben, das spricht so mehr den klassischen Biertrinker an, weil es ist eben halt nicht so bunt gemischt wie diese ganzen Radler und diese ganzen Mischprodukte, sondern wie gesagt, näher an dem Bier, das einfach so, wie gesagt, so einen leichten Kick hat. Und ich muss dazu sagen, also ich find's gut. Ich finde es nicht schlecht. Das Einzige, was mich eben halt nur stört, ist die Optik der Flasche und der Preis von 1,39. Weil auch hier wieder, muss ich dazu sagen, hätte ich so zwischen 99 Cent und 1,29 hätte ich akzeptiert. Aber 1,39, das ist in meinen Augen wirklich wiederum viel zu hoch gegriffen und es hemmt doch eher den Verbraucher daran, sich das zu kaufen. Und wenn er sich das mal gekauft hat und vielleicht nicht das erwartet, was er sich eben halt verspricht, dass es nicht nochmal kauft. Und ich muss euch dazu sagen, so gerne wie ich dieses Bier auch trinke, aber für 1,39 wird das bei mir kein Bier, was ich täglich trinken würde oder häufig, sondern wirklich nur mal zu bestimmten Anlässen oder sowas. Oder wo ich mir einfach mal sage, okay, im Sommer heute ist genau der Tag, da würde ich mir vielleicht zwei, drei Flaschen holen, würde das dann gerne genießen. Aber ich sag mal so jetzt, dass ich das jetzt ständig für Partys oder Events oder sonstige Sachen nehmen würde. Also dazu überzeugt mich das Bier für den Preis nicht. Aber wie gesagt, an der Stelle, wie gesagt, an alle, die gerne Radler trinken und wirklich quietschbunte Sachen trinken, wie gesagt, ist das wirklich nichts. Die meisten Radler und die meisten, ich sage jetzt mal Mischbiergetränke, die liegen ja im Schnitt bei 2,5% Alkoholgehalt. Kann manchmal auch ein bisschen weniger sein, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und wie gesagt, dieses Captain Morgan, das ist kein typisches Misch, sondern wie gesagt, mehr ein normales Bier, so Standalone. Wie gesagt, mit Zusatzsachen wie Vanille, Zitronensäure und eben halt dieser Rum. Und wie gesagt, mit 5,9% hat es eben halt schon ordentlich Volumen. Und dementsprechend kann man das eben halt auch erwarten, wenn man es trinkt. Also wie gesagt, Captain Morgan Multinier Rumbier, so nicht schlecht, kann ich wirklich empfehlen. Aber wie gesagt, der Preis und die Optik überzeugen mich nicht wirklich. Ja, das soll es gewesen sein. Was sind eure Meinungen dazu? Meint ihr, dass das Gingerbier von Fever Tree für 1,49 oder das Captain Morgan Multinier Rumbier für 1,39, dass die Preise gerechtfertigt sind? Ja? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare, schreibt mir mal eure Meinung rein, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ansonsten, wie gesagt, falls ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Ansonsten, das war es von mir gewesen. Kann ich noch irgendwas besser machen mit meinen Videos? Wenn ja, schreibt es auch in die Kommentare. Hat mich gefreut, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Ansonsten, das war es von mir. Bis zum nächsten Test. Euer Mirko Drescher. Ciao, ciao.